Berlin in den roten Trikots mit der ersten Chance des Spiels. Frank Hörtler mit dem Schuss, der allerdings am Tor von Thomas Stuber vorbeigeht. Weiter die Eisbären mit der nächsten guten Gelegenheit. Marcel Nöbels, der aber gegen Duber vergibt. Gute Powerplay für Krefeld. Und plötzlich ist Martin Szymanski da und erzielt das 1:0. Bereits das 9. Saisontor für Szymanski. Fernen kann er nur prallen lassen und dann hat er keine Chance mehr hier noch an den Puck. Versucht daraufhin den Ausgleichstreffer zu besorgen. Mietinen und Jonas Müller mit einer guten Gelegenheit. Gegenseite. Noch einmal der Torschütze Martin Szymanski. Es in die erste Drittelpause geht. Dann hinein in den zweiten Spielabschnitt. Krefeld zunächst mit dem Pfostenschuss von Marcel Müller und dann erobert André Ranke den Puck und erzielt das 1:1. André Ranke Pfosten. Heute sein erstes Spiel wieder und zeigt, dass er in dem Zeitraum überhaupt nichts verlernt hat. Klasse, der Abschluss. Krefeld versucht danach wieder in Führung zu gehen. Unter anderem durch Colin Long, aber kein Vorbeikommen an 34. Dann die Eisbären mit Petr Pohl und der 2:1-Führung. 12. Saisontor für Pohl machen kann. Bekommt den Puck aufgelegt von Frank Hörtler und spielt dann die Scheibe über Thomas Stuber hinweg ins Tor. So richtig lange ist die Freude aber nicht, denn nur eine halbe Minute später schlägt Krefeld zu in Person von André. 9. Saisontor für Drindl, der Fehanen keine Chance lässt. Mit dabei ist, geht es dann also in das spannende Schlussdrittel. 46. Spielminute und Barry Tellexen mit der erneuten Führung für die Eisbären. 3:3, um hier den Sieg mitzunehmen. Ranke legt auf und dann wartet Tellexen im Slot. Und vollstreckt, auch weil die Krefelder Verteidigung nicht gut reagiert. Aber Krefeld kommt nochmal wieder. 58. Und Marcel Müller, der gebürtige Berliner, mit dem ausgleichenden Saisontor für Krefeld. Im 4. Spiel für die Pinguine. Schwer zu nehmen, dieser Puck. Und dann über Fehanen rüber besorgt er seiner Mannschaft die Overtime. Und anschließend, weil in der Overtime nicht so viel passiert ist, das Penaltyschießen. Wir sind bereits beim 3. Schützen. Barry Tellexen trifft gegen Thomas Duber. Aber auf der anderen Seite kommt Tyler Beachy. Und auch Beachy behält die Nerven und trifft. Es geht also weiter. Penalties in Berlin. Wir gehen zum 5. Schützen. Isvan Sjofron verschießt, Fehanen hält und auf der anderen Seite sorgt Matt Foy, der erstmals seit dem 4. Oktober wieder für die Eisbären spielt, für den Zusatzpunkt des Rekordmeisters. Berlin gewinnt also, schlägt Krefeld, ist jetzt 9. Krefeld